Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge. Nachdem die letzte Folge gleich zwei Spiele beinhaltet, beziehungsweise sogar drei, wobei nur zwei wirklich abgeschlossen waren. Wobei abgeschlossen dürfte man es auch nicht unbedingt nennen. Zum nächsten jetzt, wie immer in letzter Zeit, mit Dortmund. Läuft mit denen. Zwei Gegner haben jetzt aufgegeben. In beiden Spielen habe ich auch 2-0 geführt. Wobei es bei Real, dem würde ich eher sagen, da ist eine Pussy, dass er da aufgibt. Bei dem davor, Menu, kann ich es verstehen. Verbindung hat geruckelt. Sei es drum. Wir haben 2 Siege. 6 Punkte auf dem Konto. Und ich hoffe, dass es so weitergehen kann, ne? Und dadurch, dass es jetzt gerade so lange gedauert hat, um mit dem Gegner zu verbinden, habe ich so dermaßen das Gefühl, dass die Verbindung gleich so richtig heiß sein wird. Nur so ein Gefühl, aber das ist des Öfteren so, wenn es so lange braucht, um zu verbinden. Wir werden es gleich zusammen rausfinden. Gegen Real. Okay. Ich bin gespannt. Ich weiß zumindest schon mal, dass der Gegner nicht drückt und ich dadurch warten muss. Auf sämtlichen Blödsinn, der hier passiert. Den kein Schwein interessiert. So, dankeschön, es geht los. Ne, Verbindung ist gut. Zumindest für einen Moment. Bin ich zufrieden mit. So, den tackle ich direkt mal. Keine Ruhe im Spielaufbau. Dass die alle noch mit Real spielen, nachdem die so abgekackt haben in echt. Es war für mich eine Freude. Ich mag Real nicht so sehr. Also in echt. Komm, hau einfach mal drauf. Eckball? Nee. Hab ich so verkackt. Okay. Ich dachte, der Gegner wäre da noch dran gewesen. Na, ich bleib mal oben. Der wird eh den Pass versuchen zu machen. Komm, schön unter Druck setzen. Das mag er anscheinend nicht so sehr. Gut, das mag niemand so sehr. Komm, klären. Sehr schön. Zumindest vorher ist geklärt. Jetzt kann es gefährlich werden. Oh, da flieg ich aber vorbei, du. Gut, Weidenfeller. Alles sauber, keine Gefahr. Komm, der ist dann faul. Komm, dran. Oder drauf gehen. Dran gehen. Na, das bringt mir nichts. Oh, dran bleiben heißt jetzt. Wegen Ronaldo. Den kann ich besser klären. Ansonsten war es gut gemacht in der Verteidigung. Ronaldo ist ganz klar der gefährlichste Spieler bei ihm. Aber ganz, ganz klar. So, gehen wir ein bisschen Tempo hier unten, ne? So, ein bisschen die Drehung. Das war sehr ungewöhnlich. So, muss ich halt mit Hummels mitgehen. Schön gemacht, schön gemacht. Ganz, ganz sauber. So, den da will ich mit drin haben. Eieiei, dass da keiner was machen will. Den wollte ich eigentlich gar nicht weghauen. Zack und zack. Das wollte ich ehrlich gesagt auch nicht, aber hey, es war gut, von daher würde ich mich jetzt nicht unbedingt beschweren. Ah, komm. Na, PP ist zu gut. Einfach ein bulliger Typ. Eieiei. Komm, Weidenfeller. Put. Marcel Schmelzer. Marco Reus.
Das war nicht gut. Oh je. Oh scheiße. Was für ein Dusel. Alter, nein. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, vorbei. Den muss ich da ein bisschen früher und ein bisschen klarer rauskriegen. Aber davor, was für ein Dusel und wie gut der da reingegangen ist. Hätte nicht gedacht, dass ich da noch dazwischen komme. Ein Ticken früher geschossen, das Ding drin gewesen. Ey, ist dann faul. Als ob ich über meine eigenen Füße stolper. So untalentiert bin ich dann auch wieder nicht. Ah, der wird trotzdem nochmal nach außen ziehen. Nein, macht er nicht. Aber hallo. Irgendwann muss er mal was pfeifen. So, wie spiele ich den? Eine gute Frage. Ich spiele den da in die Mitte rein. Ah, da steht wieder einer frei. Und zack. Und oben lang. Komm, 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 komm. Vegetarian. Komm, Junge. Ach, schade. Hat der Zweikampf einfach zu lange gedauert mit Marcelo. Huiuiui. So wollte ich den eigentlich nicht von den Beinen hauen. Wird wohl, ja, gelb, klar. Das sieht irgendwie cool aus. Der Schiedsrichter. Aber hey, ist auch schwarz. Schwarze haben absoluten Coolness-Faktor. Das ist logisch. Da war immer Ronaldo. Hier fehlt ein Ronaldo jetzt noch. Und dann ist das Team perfekt. Ah, schade. Jetzt hat er ihn. Dann mache ich erstmal dicht und lasse ihn ein bisschen kommen. So, go. Aubameyang, komm, Aubameyang, 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 Tor! Der war nicht gut geschossen. Saumäßig viel Glück gehabt. Das ist den der Tunnel. Schaut euch das an. Ich glaube, der Schuss wäre sogar noch vorbeigegangen. Ich habe den nicht gut getroffen. Da hole ich einen raus und tschüss. Eigentlich wollte ich den Ball treffen, aber so werde ich auch mit klarkommen. Gibt halt noch eine gelbe, aber wen juckt's? Damit muss man auch mal klarkommen. Von der Distanz muss er schon wirklich gut schießen können. So, da holen wir mal einen raus. Er kann nicht so wirklich gut schießen. Zumindest nicht den einen Freistoß. Ja! Zack, und los geht's. Und da vorne läuft er schon wieder. Da kommt er. Ah, schade. Go hinterher. Der ist fit, der ist super gut. Und holt sich den Ball. Schön gespielt. Wunderschön gespielt. Wunderschön gespielt. Ah, das wäre echt verdient gewesen, da ein Tor draus zu machen. Und er versucht es ganz weit und das wird nix. Locker bleiben. Oh, scheiße. Komm. Das habe ich gut gemacht. Ja. Und damit ist Halbzeit. Zwei Schüsse, kein aufs Tor. Willst du mich verarschen? Gut. Wäre wahrscheinlich eh vorbeigegangen, wie ich schon gesagt habe. Seht nicht als Schuss aufs Tor. Das heißt so. Mir doch egal. Darauf kommt es nicht an. Kommt drauf an, dass ich gewinne. Und er ist sicherlich nicht besser. Oh oh, jetzt wird er wahrscheinlich sein Tor machen. Wow, dass er den nicht reinmacht. Da stand er viel zu frei. Das darf mir nicht nochmal passieren. Das darf mir nicht ein einziges Mal passieren. Okay. Ich glaube, das hat er sogar gerochen. So, komm, Ober. Komm, 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 komm. Schade.
Na? Der läuft da seine Meter ab, oder mehr. Wahnsinn. Das Spiel ist Gold wert. Go. Schön an ihm vorbeigeschlänzt. Wow. Boah, ey. Wow. Okay, ich nehm's. Dankeschön. Ich würde mich tot ärgern, wenn das mir passiert wäre. Ich würde das ganze Spiel, ich würde es auseinandernehmen, ey. Ich würde wahrscheinlich bei EA momentan anrufen. Und mich tödlichst beschweren. Dass mir nicht passiert ist. Danke. Ich nehm's. Das war furios. Kurios. Ja. Komm, 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 komm. Schön, wieder 2-0. Andauernd 2-0. And that is a super interception. Wieder Aubameyang. Der ist so fantastisch. Oh, das könnte ein Tor werden. Das könnte ein Tor werden. Das wird eins. Torhüter sind dämlich. So ist Leben. Ich habe ja auch eins geschenkt bekommen. Und das war ja mal wirklich ein Geschenk. Ah, ganz locker. Und jetzt. Ach, schade. Ich dachte, er startet genau in dem Moment. Hoppala. Entschuldigt bitte. Komm schon. Na, Weltklasse. Marco Reus. Jetzt oben lang. Komm. Schade. Komm, 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 komm. Wie kann dann das passieren? Was ist hier los mit den Torhütern in FIFA? Die sind ja saumäßig dämlich. Naja, ist mir nicht gerade erst jetzt aufgefallen. Na, das war nicht gut. Das war nicht gut. Komm. Das war besser. Bedeutend besser. Und ab geht's. Oh je, oh je. Na, für den Move brauchst du Eier. Ich hoffe, dass es nicht rot gibt. Eigentlich nicht, aber wenn das ganz böse auslegt. Okay, gelb. Ne, den haut er nicht direkt rein. Aber im Leben nicht. Uiuiui, uiuiui, auch gelb, aber absolut. Na, das war zu viel des Guten. Er kann nicht zaubern. Das vergesse ich manchmal. Abseits. Schade. Ja, bleib mal da oben dran. Komm. Komm. Und jetzt hinter die Abwehr.
Und oben lang. Und zack. Na, da wollte ich einen Hackentrick noch nach oben. Zurück zu meinem Spieler. Na egal, bin wieder am Ball. Oh, den hat er sich gut geholt. Und in letzter Sekunde, mein Freund. Weg mit. Kann gefährlich werden. Kann gefährlich werden, Jungs. Kann richtig gefährlich werden. Kann richtig gefährlich werden. Wird richtig gefährlich. Go, 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 komm, komm, komm. Vollgas. Ey! Wir haben Zeit. Spiel ich den? Ja, ich spiel den rein. Eckball. Ja, ich kann Abwehrriegel gehen. Sehr schön. Dann spielen wir den mal rein. Den haut er ja fast selber rein. Der wäre wieder vorbeigegangen, glaube ich. Aber ich muss den eigentlich reinmachen in dem Moment. Und oben lang. Und zack. Schade. Und vorbei. 2-1 gewonnen. Damit komme ich gut klar. Und das ist jetzt auch verdient. Gut gemacht, habe ich das. Gut gemacht. Da wäre mehr drin gewesen noch sogar. Auch wenn ein Eigentor war. Aber insgesamt wäre da vor allen Dingen durch die Pfostenschüsse, da wäre mehr drin gewesen. Also an Toren meine ich. An Punkten nicht. Also ich habe das Maximale rausgeholt, was da drin war. Das sieht nur so aus, 3-0. Ihr müsst überlegen, ich habe allein zwei oder dreimal den Pfosten getroffen. Das zählt als gar nichts. Weder als Schüsse noch als Schüsse aufs Tor. Von daher. Ja, war eine gute Leistung insgesamt. Aber es sieht interessant aus. Null Schüsse aufs Tor und zwei Stück waren drin. Ja, bis in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Habt einen schönen Tag.